part of a system is try to break free. If you need some help, you can count on me. Herzlich willkommen bei unserer Permakulturschule. Mein Name ist Kerstin. Und ich bin der Christoph Schneider. Und heute wollen wir euch zeigen, wie man mit einem A-Rahmen und mit einem Rotationslaser Gelände vermisst. Anfangen wir mit einem A-Rahmen. Wir werden aus normalen Ästen einen A-Rahmen bauen mit einer Breite von 2,5 Metern. Warum wir das machen, erzähle ich euch dann auch ein bisschen später. Holen wir uns einmal das Material für den A-Rahmen. Super, auf geht's! Viel Spaß, stop recording! So, unser A-Rahmen ist fertig. Da ist er. Ein paar Tipps zum A-Rahmen. Zum einen, das ist ein Dreieck, wo die Schenkel gleich lang sind. Das heißt, der Schenkel und der Schenkel ist gleich lang und diesen Querträger, den habe ich ziemlich in der gleichen Höhe angebracht. Jetzt ein Trick, wenn ich nur mit Naturmaterialien arbeite. Ein Loch gebohrt, so wie ich es gezeigt habe, ein Holzdübel durch und es kann sich nicht mehr verschieben. Dann brauche ich nur mehr ganz leicht binden. Das habe ich unten bei den unteren Enden auch gemacht und jetzt ist der wirklich stabil. Ja. Da kann sie nichts mehr, da kann sie nichts mehr verschieben. Weil das ist blöd, wenn sie das verschiebt, dann wird die ganze Messung ungenau. Gut, wie richte ich jetzt den A-Rahmen rein? Hier habe ich jetzt ein Pendel montiert, Stickelholz mit einer Stickelschnur. Und jetzt muss ich den A-Rahmen einrichten. Jetzt suche ich mir im Gelände optisch eine möglichst gerade Linie. Ja? Also wo ich ungefähr eine gerade Linie habe, dann nehme ich ein Messer und zeichne mir das da an. Ja. Ich mache mir da eine kleine Markierung. Ich habe es natürlich vorher schon ausgemessen, damit ich Zeit spare. Da habe ich meine Markierung, das wird dann hoffentlich dieses Endprodukt sein. Und jetzt habe ich hier zwei Stecken, die ich am Ende montieren werde. Die helfen mir dabei, den Rahmen zu justieren. Ein Schenkel auf der Seite, ein Schenkel auf der Seite. Es sind genau 2,50 Meter Abstand, das heißt, ich kann es als Messeinheit auch verwenden. Zweimal gehen sind 5 Meter. So, jetzt habe ich hier meine Markierung. Stimmt die noch? Weil wir stehen ja im lockeren Gras. Da tut sie manchmal was und ich möchte schon genau am Anfang genau haben. Das passt gut. Jetzt drehe ich den um. Ja, den Rahmen. Weil ich weiß ja nicht, ob ich genau in der Mitte war. Stell den genau in die gleiche Position, dafür helfen mir jetzt diese Stecken. Die Stecken. So, da habe ich die zweite Markierung. Da ist meine andere Markierung. Eine Markierung, noch eine Markierung. Und jetzt in der Mitte davon, also da war meine erste Markierung, da ist meine zweite Markierung und in der Mitte, hier in der Mitte, zwischen die beiden Markierungen, da ist meine Messeinheit. Da werden wir messen, diese hier. Jetzt werden wir das nochmal anschauen. Ja, drehen wir es nochmal um, weil das Gras kann natürlich auch nachgegeben haben, sicher, sicher. Ich bin immer ein bisschen übergenau. Dafür muss ich mich nachher nicht mehr so sehr darum kümmern. Gut. Das passt noch, zweite Markierung, also da in der Mitte. Das ist unsere Markierung hier, die da. Die passt für uns. So. Jetzt gibt es noch einen Trick. Wie könnte ich jetzt ein Gefälle mit so einem Rahmen messen? Dafür muss ich mir eine Fläche suchen,
Ja, wir werden das jetzt hier nicht praktisch machen, sondern nur erzählen. Ich suche mir eine Fläche, wo wenn ich Wasser aufschütte, dass das Wasser ganz langsam rinnt. Das heißt, ich nehme einen Kübel Wasser, suche mir eine flache Stelle, dort wo Wasser natürlich abrinnt, schütte den Kübel Wasser auf und lege ein Blatt hinein. Und das Blatt, das muss so langsam fließen, dass ich gemütlich daneben hergehen kann. Dann weiß ich, ich habe das richtige Gefälle. Und dann stelle ich mir den Rahmen da hinein und der würde dann natürlich aus der Mitte rausgehen. Ja. Zum Beispiel, das wäre so ein Gefälle, was ich mir vorstellen könnte. Also das ist sehr fein, dieses Gerät hier. Und jetzt könnte ich hier markieren. Ja. Jetzt könnte ich hier markieren. Und hätte mein Gefälle. Und müsste es natürlich auf der anderen Seite auch machen. Ja, dafür muss ich das Ganze umdrehen. Und wieder hier auch noch einmal ein Gefälle machen. Und jetzt könnte ich hier und hier mein Gefälle messen. So, und jetzt werden wir eine Challenge machen. Jetzt werden wir mal in die Mitte gehen und uns den A-Rahmen einrichten. Ja. Dass der genau in der Mitte ist. So. Also ein halber Zentimeter rechts und links ist völlig egal, weil ich grabe ja hier einen Graben für dieses Swale, für diesen Wasserrückhaltekran in Höhenschichtlinie, der einen halben Meter, einen Meter tief sein kann. Also ist ein Zentimeter oder zwei Zentimeter völlig egal, ja, vom Höhenunterschied her. Gut, ich habe jetzt hier meinen Stock und hier meinen ersten Stock, das sind 2,5 Meter. Und jetzt, wenn ich mich durchs Gelände bewege, das ist jetzt wirklich wichtig, damit sich diese ganz kleinen Fehler hier nicht summieren, die sein könnten, muss ich immer umschlagen. Das bedeutet, nehmen wir dann noch einen Stecken, ich drehe den A-Rahmen jetzt um 180 Grad, setze ihn jetzt hier an, schau, dass ich hier wieder in die Mitte komme. Das ist mehr als gut genug für das, was wir vorhaben. Und markiere das nächste Mal. Ja, jetzt habe ich schon 5 Meter Abstand. Und nachdem der 2,5 Meter ist, würde ich jetzt einfach jedes Mal zweimal umschlagen. Würde die Distanz sein, die ich brauche. Und der Bagger, wenn er kommt, würde einfach die Stecken stehen lassen und nach unten graben. Für den Graben und so gehen wir durchs Gelände. Ich werde das jetzt vermessen und jetzt machen wir eine Challenge mit dem Laser. Wir werden das zuerst mit A-Rahmen vermessen und dann werden wir mit dem Laser nachmessen, ob der das genauso gut schafft, der A-Rahmen, wie der Laser. Bis gleich. Ja, und jetzt zeige ich euch, wie man Rotationslaser zusammenbaut. Los geht's! Jetzt zurück bei der Challenge Rotationslaser gegen A-Rahmen. Mal schauen, wie genau mein Mann gemessen hat. Das kontrollieren wir jetzt gleich. Er hat ja vorhin, das habt ihr schon gesehen, die 35 Meter entlang mit dem A-Rahmen sozusagen die Höhenschichtlinien gemessen, wo eben dann darunter ein Wasserrückhaltegraben, das nennt man Swale, gebaggert und gebaut werden soll. Kontrollieren da mal das mit einem Rotationslaser und wie man zusammengebaut hat, habe ich euch zuerst schon gezeigt. Und also erstens einmal dieses Kastel einschalten, mehr braucht man gar nicht. Dann fängt es sich an sozusagen einzustellen. Es wird halbwegs waagrecht stehen.
auf diesen drei Beinen, also schauen, dass es halbwegs waagrecht ist, und das Gerät stellt sich dann von alleine ein. Am besten ist vielleicht nur, dass man nicht auf Augenhöhe ist mit diesem roten Rotationslaser. Und das Gegenstück davon, das ist der Empfänger, den werden wir jetzt montieren, und zwar auf dieser Latte. Genau, das stecken wir dann so rein. Sagt sich jetzt vor hinten, das kann man da so fest surren sozusagen. Das kann man auf- und abschieben und da bewegt man es, also da befestigt man es dann. Genau. Ups. Und es sollte, so, das kontrollieren wir jetzt dann gleich. Genau, und wichtig ist, dass es genau dort steht, wo der Anfangsposition ist, auf der gleichen Höhe. Und ich werde jetzt einmal einen Ton anmachen, weil dann könnt ihr es mit mir kontrollieren, ob es noch nach oben oder unten geht. Wenn es ein durchgehender Ton ist, dann habe ich sozusagen genau die Mitte getroffen. So, und er sagt mir, jetzt muss ich noch ein Stückchen rauf. Stückchen noch hinauf. Das reicht mir schon. Das ist sozusagen mein Ausgangspunkt. Und dieser durchgehende Ton, den ich da jetzt habe, muss ich ganz ruhig halten, der muss natürlich dann auch in 35 Meter soweit sein. Wir schauen nach vor. Ja, siehe da, mein Mann hat ganz genau gemessen, schaut euch. Also mit dem A-Rahmen sensationell. Funktioniert genauso gut wie der Rotationslaser. Also altes Gerät gegen modern. Super funktioniert. Gut, und jetzt probieren wir Gefälle mit dem Laser zu messen. Ich habe den Laser wieder eingestellt. Durchgehendes Geräusch. Und jetzt wollen wir ein Gefälle haben von, normalerweise, wenn es eine lange Linie wäre, 400 Meter, 1 Meter, das ist so ein Standardwert für ein ganz sanftes Gefälle, wo Wasser durchs Gelände ganz langsam fließt, ohne dass es zerstörerisch ist. Das ist ungefähr das Tempo, wenn ich ein Blatt ins Wasser lege, dass ich ganz gemütlich daneben hergehen kann. Jetzt haben wir aber nur 30 Meter und Abstände von 5 und 10 Metern, also wenn wir das runterrechnen, werden die 400 Meter mal auf 100 verkürzen. Das heißt, den Meter dividiert durch 4 sind 25 cm und dann alle 10 Meter einen Stock hinein. Das wären dann 2,5 cm Gefälle. Die kann ich mir jetzt hier auf der Latte einstellen. Damit ich ein Gefälle zusammenbringe, muss ich den Empfänger in die Höhe stellen. Dann gehe ich einfach mit der Messung hinunter. Ich bin da bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 156. 57, 58, 5. So. Und jetzt gehen wir einfach auf die 10 Meter Markierung und so, erste Markierung. 10 Meter, wieder 2,5 cm hinauf. 5, 1, 2. Gehen wir weiter zu den 10 Meter. Schauen wir, dass ich das Geräusch nicht verliere, aber ich weiß ja, wo ich ungefähr bin. So, da la. Nächste Markierung. 2,5 cm hinauf. Das sind dann 63,5. Gehen wir nochmal zurück.
62. Jetzt zwei hinauf. Dann 1, 2,5. So, man sieht, dass wir unter dem Stock sind, der in Höhenschichtlinie ist. Also das Wasser wird jetzt ganz langsam hinunterfließen. Ja, das ist keine Hexerei, das kann ein jeder, so ein Laser kann man sich ausborgen beim Maschinenverleih und schon kann ich mein Gelände vermessen. Oder ich mache es mit einem A-Rahmen, dann kostet das gar nichts und ihr habt gesehen, wie genau das ist. Oh, you can count on me.